Montag war Allerheiligen. Viele katholische, aber auch viele evangelische sind an diesem Tag auf den Friedhof gegangen und haben sich an ihre Verstorbenen erinnert. Am Sonntag in 2 Wochen feiern wir hier in der Kirche Ewigkeitssonntag. Wir werden die Namen der Verstorbenen unserer Gemeinde nennen und so nochmal in besonderer Weise mit ihnen verbunden sein. Viele haben Angst vor dem Tag, dass alte Wunden aufreißen und dass es nachher schlimmer ist als vorher. Aber wir feiern diesen Gottesdienst mit Blick auf die Osterkerze, die uns daran erinnert, dass die, die uns vorausgegangen sind, bei Gott gut aufgehoben sind, dass sie bei ihm ihren Frieden gefunden haben. Und wir feiern in Gemeinschaft. Die, die traurig sind und die, die nicht traurig sind, sind gemeinsam auf dem Weg. Beten Sie mit mir das nachfolgende Gebet für die Menschen, die jemanden verloren haben.